Und zwar werden wir jetzt ein Battle machen. Tölke gegen Donis. Wir haben hier zwei Koffer vorbereitet, die sind voller Klamotten. Und wir werden diese Klamotten jetzt alle anziehen. Und du musst dir hier auf diesem wunderschön gestalteten kleinen Häschenzettel bitte aufschreiben, Strichliste machen, wer wie viele Klamotten anzieht. Das heißt, du machst für jede Klamotte, die einer von uns anzieht, einen Strich. Und am Ende, wenn entweder die Musik aus ist oder eine von den beiden Koffern leer ist, zählen wir aus, wer mehr Klamotten angezogen hat. Und dann gibt es nämlich einen Gewinner dieses Battles. Und die Person, die gewonnen hat, darf etwas Unglaubliches machen mit der anderen Person. Aber das ist, jetzt musst du mal spontan sein. Die kriegt nämlich einen Abend mit der anderen Person. Ah, das ist so krass. Und da habe ich wirklich Angst vor, deswegen will ich gewinnen. Ja. Okay, ich will mal ganz kurz in die Kamera halten, was hier los ist. Das ist der Koffer mit Klamotten. Die meisten Sachen davon sind hier mal liegen geblieben. Das ist so krass. Ja, das ist nämlich echt krass und deswegen ist das nämlich echt ekliges Zeug, weil da teilweise auch Unterwäsche und sowas mit dabei ist. Und außerdem hat das auch noch im Keller gelegen die ganze Zeit und deswegen ist es jetzt nicht gerade besser geworden in der Zeit. Bist du soweit? Naja. Dann würde ich sagen, wir legen jetzt die Mikrofone weg und sobald die Musik losgeht, dürfen wir anfangen, uns anzuziehen. Los geht's. Du siehst so aus, wie immer. Ja, wie als wir neulich auf dem Spielplatz um 10 Uhr morgens das Bier getrunken haben. Hast du ein Ergebnis für uns? Wie sieht's aus, Stefan? Ja, die Hosen rutschen ein bisschen, aber das zählt trotzdem. Das sieht geil aus. Also ich glaube, es ist nicht notarisch beglaubigt, aber ich habe immer meine Beste. Ja, gewonnen. Sag mal, wie viel hat Donis? Donis hat 15. Und wie viel habe ich? Du hast 17, wenn man den einen Handschuh aus ein Kleidungsstück. Das sehe ich so, außerdem, selbst wenn nicht, mit 16 habe ich auch gewonnen. Juhu!
Wahnsinn. Ja, so gehen wir jetzt noch ins L1.